Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Sherlock Holmes, das Geheimnis der Mumie. Ja, nachdem ich jetzt gestorben bin im letzten Video, werden wir jetzt nochmal ganz kurz uns hier den Schlüssel schnappen und die Anubis-Statue hier rausholen. So, jetzt muss ich das nur nochmal hier alles einsetzen. Ich meine, ich weiß halt glücklicherweise auch die Lösung. So. Noch eine Statuette? Könnten noch andere hier sein? Mit Sicherheit. So, dann hat man auch den Brief hier. Das habe ich ja schon alles gelesen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier, müsste ich eigentlich schon alles eingesammelt haben. Weil dann würde ich jetzt nämlich, wo wir jetzt eigentlich wieder den Stand erreicht haben, bei dem ich beim letzten Mal war, außer dass wir hier noch den Zettel haben, mit dem man eigentlich das Schreibtischrätsel löst, würde ich jetzt hier draußen nochmal anfangen, mich umzuschauen, ganz genau jeden Teil nochmal angucken, aus allen Richtungen. Weil irgendwo muss ja irgendwie noch was sein, was ich irgendwie übersehen habe. Weil so wie es jetzt aktuell ist, kommen wir ja nicht weiter. Ich kann die Tür nicht öffnen. Da fehlt uns garantiert noch irgendwas, was wir vorher machen müssen. So, deshalb werde ich jetzt hier nochmal auch schön langsam mal alles abscannen. Weil es kann auch sein, dass ich einfach viel zu schnell war und ich deshalb nicht gesehen habe, wie sich der Mauscursor verändert hat. Also hier ist ja die Tür. So, aber ich werde jetzt, wie gesagt, das ist der Sand. Dieser Sand kommt nicht aus diesem Raum. Hinter dieser Wand ist etwas. Genau, ob das der gleiche Sand ist, den wir sonst jetzt überall gefunden haben. Denn dann war derjenige, der hier rumschleicht, auf jeden Fall in den Räumen hier hinter. So. Hier scheint erstmal nichts zu sein. Dann gehen wir mal einen Schritt vor und gucken nochmal hier. Das ist aber, glaube ich, hier das Essen, ne? Hier hat vor kurzem jemand gegessen. Seltsam. Ja, das hatten wir schon. Ich meine, hier habe ich ja auch die Wasserflasche schon gefunden. Ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt zu viel Zeit praktisch brauche. Ein bisschen Wasser kann auch nie schaden. Ach, hatte ich noch gar nicht. Okay. Gut, dass ich das nochmal gemacht habe. Denn die habe ich jetzt erst gefunden. Okay, gut. So, hier ist aber nichts von dem Besteck. Was ich gerade sagen wollte, wenn ich jetzt so lange halt hier brauche zum Suchen und die Zeit läuft halt, ich weiß nicht, wie lange wir noch unter Zeitdruck stehen, dann würde ich eventuell praktisch nochmal, also wahrscheinlich den Spielstand laden, zu dem wir hier erst begonnen haben, im Weinkeller, wo die Zeit noch nicht lief, ganz am Anfang. So, das hatten wir schon. Mit der Matratze können wir auch nichts mehr machen. So, jetzt können wir von der Richtung praktisch ja nochmal die Weinfässer uns alle anschauen. Einfach damit wir dann die Rätsel halt schneller lösen können, weil ich weiß halt nicht, wie lange wir noch brauchen, um endlich da wieder von befreit zu werden. Aber hier scheint erstmal nichts zu sein. Okay, dann vorwärts. Hier ist das ja noch recht überschaubar, finde ich. Im Labor wird es dann schon wieder ein bisschen komplexer, das alles abzusuchen. Ne, hier geht es nur weiter. Kann man nichts machen. Hier das Weinregal, das kann man ja von 1000 Seiten sich angucken, theoretisch. Das ist ja das Blöde, dass man da keinen Kommentar kriegt. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt von irgendwo anders ich da praktisch drauf zugreifen kann, plötzlich. So, okay, aber hier scheint jetzt erstmal nichts zu sein. Von hier nochmal die Fässer, wo das jetzt, glaube ich, alles so weit weg ist, um da wirklich relevant zu sein. Na gut, dann gehen wir weiter. So, jetzt hier die ganzen Regale nochmal. Vielleicht ist da noch irgendwo was versteckt, was wir gebrauchen können. Obwohl ich die ja gefühlt auch schon mehrfach abgesucht habe.
Aber natürlich auch eigentlich nicht von allen Richtungen aus. So, hier ist nichts. Hier drüben vielleicht. Okay. Ne, hier geht's noch weiter. Okay, hier ist jetzt irgendwie so ein bisschen Ende. Dann gehen wir jetzt nochmal hier lang. Ob hier irgendwas ist. Sieht erstmal nicht so aus. Hier kann man auch nicht ran. Okay, dann weiter. Und jetzt nochmal. Die ganzen Regale. Es kann jetzt eine Weile dauern, ehe ich hier fertig bin. Und die Zeit rennt halt echt davon. Also ich würde vielleicht auf jeden Fall nochmal, wenn ich jetzt tatsächlich irgendwas finden sollte, ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal alles absuchen. Weil es kann ja auch sein, dass mir mehr als ein Gegenstand fehlt. Man weiß das ja immer nicht. Okay, hier kommen wir nur vorwärts. Das heißt, hier ist dann eigentlich auch schon wieder Ende. Nochmal hier das Regal. Hier ist was. Was haben wir jetzt gefunden? Eine leere Flasche. Da weiß ich jetzt aber nicht, was die mir bringen soll. Was die Türen angeht. Toll. Na ja, gut. Wie gesagt, ich werde jetzt trotzdem weitersuchen und dann werden wir uns mal bemühen, da irgendwie das Rätsel zu lösen. So. Hier geht es auch nur wieder weiter. Können wir hier nochmal die Fässer, bringt uns aber nichts. So, schauen wir nochmal von der Seite. So. Nee, sieht erstmal nicht so aus. So, dann gehen wir wieder einen Schritt vor. Hier hatten wir das Rätsel. Ja, und die Zeit vergeht dann doch recht schnell. Mal sehen. Ich hoffe, dass ich wenigstens jetzt hier irgendwas finden kann noch. Nee, hier geht es wieder zurück. Können wir jetzt nochmal hier das Regal absuchen. Dem ich da ja gerade schon so erfolgreich war, aber es sieht schlecht aus. So. Gut, das hatten wir. Und hier waren wir schon. Dann gehen wir jetzt hier rein. Und suchen jetzt hier nochmal alles ab. So, hier in diesem Schrank ist nichts. So. Hier können wir auch nichts machen. Das kann man ja auch nicht mal anwählen. Ne, hier ist nichts zu holen. Hier unten ist auch nichts. Hier in den Kisten ist nichts. Ist das hier oben? Auch nichts. Das habe ich auch gefühlt alles schon 100 Mal mehr als angeguckt. Und nochmal jetzt hier von hier so, aber da kriegt man nichts mehr. Ne, da kommt man nur wieder zurück. Da gibt's nichts, was man jetzt großartig sich angucken könnte. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Gucken jetzt von hier nochmal. Das ist nur das Laudanum, das hatten wir schon. Das ist hier unten das Zeug. Können wir nicht gebrauchen. So, hier ist nichts. Wie sieht's hier aus? Das hatten wir schon. Interessant. Ich würde sagen, eine Studie über die Wiedergeburt. Hier unten ist auch nichts. Hier auf dem Boden. Nichts, nichts, nichts. Weiter geht's. Die Tür. Kann man von hier nochmal hier irgendwas sehen? Kommen auch nur wieder zurück. Ja, die Tür ist verschlossen. Die hat auch nicht mal ein Schlüsselloch. Also ich denke mal, dass der Schlüssel zu der Tür auf der anderen Seite gehört. Nur kommen wir da nicht rein. Das ist ein Indiz, das ich womöglich brauchen kann. Okay, den Sand hatte ich auch noch nicht mitgenommen. Sehr gut. Also gut, dass ich nochmal durchgegangen bin. Das wäre mir sonst wahrscheinlich irgendwie entfallen.
So von hier, ist hier noch irgendwas mit diesen Teilen oder so? Nee. Hier geht's weiter. Da bin ich auch schon gefühlt 100 Mal drüber gefahren. So, liegt hier noch irgendwelche Schriftstücke oder so? Das wäre ja auch ganz interessant. Das sind letztlich die Sachen, die ja so ein bisschen die Geschichte erzählen. Hier können wir hier hochsteigen, dann machen wir das doch nochmal. Hier ist nichts. Von hier aus kann man hier auch nichts weiter erkennen. Ist hier mit dem Schrank da irgendwas? Nee. Gehen wir wieder runter. Die Tür. Verschlossen. Also das hat zumindest ein Schlüsselloch. Ich denke mal, da brauchen wir den Schlüssel für. So. Hier ist nichts, hier kommen wir nur weiter. Du hast 2 Minuten zum Bau einer zweiten Fackel und zum Lösen des Rätsels. Jetzt läuft schon wieder die Zeit. Also ich denke mal, wenn ich jetzt hier weiß, um was es geht, werde ich auf jeden Fall nochmal den Spielstand laden. Einfach damit wir auch ein bisschen Zeit uns sparen. So, die Bandagen, das hatte ich alles schon. Ist hier noch irgendwas? Warte mal, was war das gerade? Ich kann unter den scheiß Tisch gucken. Es ist kaum noch etwas übrig davon. Aber ich kann ihn vielleicht brauchen. Das ist nicht euer Ernst, oder? Was war denn das jetzt gerade? Ölfläschchen. Wir hatten ja schon mal Öl und einen Schlüssel. Ich glaube, wir haben gerade die Lösung gefunden für das Problem. Jetzt gucke ich mich ja trotzdem noch weiter um, weil ich habe ja jetzt doch noch ein paar Gegenstände entdeckt. Vielleicht finden wir ja noch mehr. Ich finde die Buchstützen übrigens witzig. So, das war hier diese esoterischen Bücher. So, hier scheint aber sonst nichts weiter zu sein. Echt der Wahnsinn, oder? Komme ich ja schon fast gar nicht drauf klar jetzt. So, jetzt sind wir aber schon wieder hier vorne. Na gut, ich habe jetzt alles abgesucht. Ich habe ein paar neue Gegenstände gefunden. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, doch nochmal den Spielstand zu laden. Diesen hier. Und diese Sachen jetzt im Schnelldurchlauf einzusammeln. Um einfach, weil wir haben ja hier noch über die Hälfte der Zeit praktisch. Und bis zu diesem Punkt habe ich ja eigentlich jetzt auch nicht großartig Zeit verschwendet. So, hier war jetzt dieses Rätsel schon wieder. Machen wir das mal. So. Ich hoffe, die Zwischensequenz kostet keine Zeit, ne? Das wäre furchtbar. Ja, dann hole ich mir jetzt das Ölfläschchen, den Sand, die Wasserflasche und die leere Flasche. Und dann müssten wir eigentlich alles haben, was ich jetzt auch wieder aufgesammelt hatte. Noch eine Statue? Könnten noch andere hier sein? So, also erstmal hoch der Sand. Das ist ein Indiz, das ich womöglich brauchen kann. Ja. So, dann hier runter. Das ist aber auch blöd. Findet man nur ganz schwer. Es ist kaum noch etwas übrig davon. Aber ich kann ihn vielleicht brauchen. Sehr gut. So, dann müssen wir nochmal hier raus. Das Wasser mitnehmen. Ein bisschen Wasser kann auch nie schaden. Und hier drüben noch die leere Flasche. So, jetzt hätten wir erstmal das alles. Perfekt. Und jetzt probiere ich mal mein Glück. Wenn wir jetzt natürlich das auch nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Weil noch genauer kann ich mich eigentlich fast nicht umschauen hier. So, mal gucken. Das funktioniert sehr gut. All diese Sachen sollten wohl restauriert werden. Okay. So, dann nächste Runde zum Suchen. Was haben wir hier? Ich muss etwas falsch gemacht haben. Fangen wir von vorne an. Hä? Na, gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Können wir uns hier irgendwas davon anschauen? Sieht nicht so aus. Ach, jetzt weiß ich, was das hier ist. Hier ist ja dieses Dreieck drauf. Hier drüben war, glaube ich, von hier bin ich gekommen, ne?
Ja, hier ist so diese Spirale, das hat mit den Elementen zu tun. Wir hatten ja das eine Schriftstück dazu gelesen. Da müssen wir bestimmt irgendwas Passendes reinfüllen. Und da habe ich auch tatsächlich schon eine Idee, was das sein kann alles. Hier nach hinten kommen wir nicht weiter. Hier haben wir... Weiß ich nicht. Das ist Feuer. Ist hier noch irgendwas zum Einsammeln? Sowas kann ich besser brauchen als seine schlechten Fackeln. Ja. Hier noch irgendwas. Und das ist Feuer. Nee, das ist... Warte mal. Ach, das ist ein Tropfen. Das ist Wasser. Das ist Feuer. Es ist Öl drin. Ich habe Glück. Perfekt. Kann ich mir das auch hier angucken? Nee. Das ist irgendwie gruselig. So ein Kopf hier. So. Das ist irgendwie so eine Mausefalle. Na gut, was war denn das jetzt hier? Also, das hier ist Feuer, denke ich mir mal. Was habe ich denn jetzt eigentlich hier alles eingesammelt? Ich habe eine Öllampe und Öl. Das Ölfläschchen. Öllampe. Reicht das, wenn ich jetzt da ein Streichholz reinschmeiße? Weil die Öllampe würde ich ja dann doch lieber behalten. Hat das jetzt funktioniert? Hier drüben war Wasser. Wir haben ja die Wasserflasche. Da scheint ja so tatsächlich auch was drin zu sein. Dann nehmen wir das mal. So, ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht schon wieder was übersehen. Das ist wieder so ein Raum. Das ist alles so ein bisschen unübersichtlich, wo man nicht so richtig weiß, ob man wirklich jetzt alles eingesteckt hat. Ich finde es ja auch gut, wenn ich jetzt durch die Öllampe einfach mal erlöst wäre von meiner Fackel. So. Das hier ist Luft. Wie soll ich einen Luft darstellen? Ich hab... Kannst du mal reinpusten. So, und das hier war... Wo ist das denn? Das ist Erde. Da haben wir immerhin einmal Sand gesammelt. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt meinen Indiz hier reinschmeißen soll. Aber offenbar ja. So, und Luft. Ich muss ja irgendwas da reinmachen. Wie kann man denn Luft darstellen? Also im Vergleich dazu ist der Rest recht simpel eigentlich. Leere Flasche vielleicht? Immerhin ist da Luft drin. Was ist denn jetzt passiert? Es hat sich auf jeden Fall irgendwas getan. Ist hier jetzt irgendwas drin? Mit dem Teil kann ich aber nichts machen, ne? Die andere Tür auf ist. Würde ich mal nach. Oh, was ist denn das? Fünf Finger an einer Hand. Der eine ist abgeschnitten, aber immer noch da. Die ersten werden die letzten sein. Aha. Okay. Fünf Finger an einer Hand. Was soll denn das bedeuten? Das ist mir jetzt noch nicht so richtig klar. Und auch die Buchstaben dazu. Schwierig. Hat sich das jetzt gerade erst geöffnet?
Dann haben wir bestimmt das jetzt ausgelöst hier. Durch den ganzen Kram. Na gut, ich werde jetzt trotzdem mal kurz gucken, wie es jetzt hier aussieht. Wozu brauche ich eigentlich in dem Raum eine Fackel? Es scheint mir doch recht erhellt zu sein. Im Vergleich zu dem Lagerraum. Verschlossen. Nee, ist immer noch zu. Okay, da muss ich wahrscheinlich jetzt erstmal versuchen, da drüben dieses Rätsel zu lösen. Dann werde ich mich nochmal genauer umschauen All hier. All diese Sachen sollten wohl restauriert werden. Ja, werde ich mich hier nochmal genauer umschauen, denn irgendwo muss es ja einen Hinweis geben. Vielleicht haben wir den auch schon eingesammelt. Letztlich gehört das ja doch alles irgendwie zusammen. Allerdings ist die Zeit an der Stelle erstmal wieder um. Deshalb machen wir im nächsten Video hier weiter. Bis dann. Tschüss.